Also, über Philosophie und Marxismus zu referieren, ist eigentlich das Schwierigste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Also für mich persönlich. Das liegt vor allem daran, dass Philosophie extrem weites Feld ist und vor allem auch sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte geändert hat und man mittlerweile fast sagen müsste, um kompetent über Philosophie zu referieren, bräuchte man einen gewissen naturwissenschaftlichen Grundkenntnisschatz, den ich absolut nicht habe. Deswegen ist es besonders schwierig für mich, über Philosophie zu referieren. Und es geht immer wieder einher mit dem Versuch, sich gewisse Physikgrundlagen anzueignen. Man wird zwar bei der Art und Weise, wie naturwissenschaftliche Beispiele bringen, wahrscheinlich merken, dass ich hier nicht unbedingt als Naturwissenschaftsexperte referiere, sondern als Marxist. Jetzt mag man, wenn man sich diesem Thema, um einmal die Schwierigkeit zu klären, jetzt mag man sich die Frage stellen, warum Marxistinnen und Marxisten überhaupt über Philosophie referieren und sie damit so intensiv auseinandersetzen. Anders formuliert, bei de facto jedem Seminar, das wir haben, haben wir einen Workshop darüber. Und ich glaube, es ist sehr regelmäßig, wird darüber referiert beim Funke. Das mag jetzt als Hirnwichserei erscheinen. Möglicherweise ist manchmal auch ein Element der Hirnwichserei enthalten. Ich versuche das zu vermeiden und werde mich davon distanzieren, irgendwelche philosophischen Fachbegriffe zu verwenden, was auch in einer gewissen Feindseligkeit meinerseits gegenüber Geistes- und Sozialwissenschaften liegt, die ich selber zwar studiert habe lange Zeit, aber mittlerweile was Gescheites gemacht habe und Krankenpfleger bin. Die, die mich kennen, verzeihen diesen Seitenhieb. Oder auch nicht, aber er gehört zum Standardrepertoire, wenn ich referiere und ist nur halb ernst gemeint. So, warum setzen sich Marxistinnen und Marxisten mit Philosophie auseinander? Geht es da nicht einfach nur darum, das Gewehr in die Hand zu nehmen, die Massen zu begeistern und Revolution zu machen? Dieser falschen Ansicht hängen einige Pseudo-Marxistinnen und Marxisten an, aber Marxismus ist wesentlich mehr und auch eine Revolution bedarf wesentlich mehr. Marxist, Marxistin zu sein, um eine Revolution zu organisieren, braucht man Philosophie. Und jeder Mensch hat auch eine Philosophie. Ob man das bewusst hat oder unbewusst hat, spielt dabei keine Rolle. Das mag sich jetzt darin ausdrücken, dass man dies der Ansicht ist, Gott habe eine Welt erschaffen und gewisse Gesetze gibt es halt, weil Gott sich das so ausgedacht hat. Das wäre eine Philosophie. Es ist aber genauso eine Philosophie, wie man es oft am Land sagt, wo ich herkomme, beim Glauben ist der Arsch am höchsten. Also das ist ein Wortspiel damit, etwas aufzuheben, aufzuglauben, dass man da bückt unter Hindern des Höchstes und dem Wort Glauben. Also eine atheistische Herangehensweise. Oder dass nur das zu glauben, was man sieht. Also da wäre bis zu einem gewissen Grad die vulgäre Variante des Empirismus, wie ihn manche Leute wie Popper vertreten oder wie ihn Menschen erfunden haben, wie John Locke, Hobbes und andere. Berkeley, Hume. Genau. Also egal, ob man einer Philosophie anhängt, also egal, ob man das bewusst tut, man hängt einer Philosophie an. Und wenn es nur die Philosophie des Common Sense, also des Hausverstandes ist. Wenn man jetzt von dieser Philosophie des Hausverstandes ausgeht, das, was man landläufig unter Denk einmal logisch zusammenfasst, also so als Imperativ, man solle logisch denken, dann steckt dahinter die sogenannte formale Logik, die sich Aristoteles in gewisser Weise ausgedacht hat. Beziehungsweise wie wir später wissen werden, vorgefunden hat in einer gewissen Art und Weise und in seinem Hirn verarbeitet hat. Formale Logik, das ist quasi der Ausgangspunkt dieses Referates, was das ist,
Im Gegensatz zur dialektischen Logik, zu der sie Marxistinnen und Marxisten bekennen bzw. wissen, dass sie stimmt. Also bei mir ist auch der Arsch beim Glauben das Höchste, darum bin ich Atheist. Jedenfalls Marxistinnen und Marxisten wissen von der Dialektik, dazu später mehr. Aristotelische Logik beruht auf einem Gesetz, hat zwar formell drei Gesetze, aber lässt sich im Endeffekt in einem Gesetz ausdrücken: A ist A. Soletti ist gleich Soletti. A ist nicht B, Soletti nicht gleich Nussschale. Und ein Ding ist entweder nicht A, dann ist es B oder AB, oder es ist weder noch. Das sind eigentlich die drei Gesetze der formellen Logik. A Soletti kann nicht a Nuss sein. Das hört sich jetzt urtrivial an. Darauf basiert aber im Endeffekt jedes ursprüngliche menschliche Denken und Bewusstsein und das, was wir als gesunden Hausverstand bezeichnen. Nämlich, wenn's krank bist krank, dann bleibst daheim. Ist eine Weisheit, die wahrscheinlich schon jeder einmal in irgendeiner Art und Weise von sich gegeben hat oder gehört bekommen hat. Rennt darauf hinaus, A ist A, krank ist krank. Wer stellt die Krankheit fest? Der Arzt. Das Elternteil, das glücklicherweise ins Mitteilungsheft schreibt, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn ist krank. Oder irgendwer anderer. Mein Fall ist Krankenhaus. Genau. Das heißt, dass Dinge so sind, wie sie sind. Und es ist irgendwie ja logisch. Ich bin gestern ich bin heute ich. A ist A. Der Kapitalismus ist der Kapitalismus. Die menschliche Gesellschaft ist die menschliche Gesellschaft. Also, wir können gar nicht denken, eigentlich, bis zu einem gewissen Grad, ohne diese formellen Gesetze der aristotelischen Logik. A ist A, A ist ungleich B und so weiter und so fort. Jetzt gibt es aber eine andere Logik. Warum gibt es diese andere Logik? Weil man im Laufe der Zeit irgendwie, sprich durch Forschung, durch Naturwissenschaften, draufgekommen ist, dass dieses A ist gleich A gewisse Grenzen hat. Und diese Grenzen des A ist A ist gleichzeitig, dass ein Kilo, am Beispiel eines Kilos, dass ein Kilo ein Kilo ist. Oder dass eine Schraube immer eine Schraube ist. So, jetzt ist es aber so, oder dass ich bin, das kleine Ich bin ich sozusagen auf der philosophischen Ebene. Jetzt ist es aber so, wenn man sich ein Kilo anschaut und das auf eine Waage legt, hat es ein Kilo. Dann legt man ein anderes Kilo, das man separat davon abwägt, hin und hat A ist A. Das Kilo, die Waage sagt A, es ist gleich. Man nimmt eine feinere Waage, die 0 Komma Stellen hat und kommt drauf, hoppala, die 2 Kilo sind nicht gleich 2 Kilo. Das eine Kilo ist ein bisschen mehr als ein Kilo, das andere ist ein bisschen weniger als ein Kilo. Es ist besonders ironisch, wer irgendwie aktuelle Nachrichten verfolgt mit diesem Kilo-Beispiel, dass das Urkilo nicht mehr ein Kilo wiegt. Weil dieses Ding ein französisches Ausstellungsstück aufgrund physikalischer Verfallserscheinungsprozesse nicht mehr ein Kilo schwer ist. Und man jetzt, ich weiß nicht mittels was, eines physikalischen Verfahrens, glaube ich, oder eines chemischen Verfahrens feststellen, weil anhand von Atomzahl oder Elektronenzahl, irgendwie so, wie man halt ein Kilo festhalten. Das kann man, was halt ein Kilo ist, so wie man das irgendwie feststellen. Weil das Urkilo kein Kilo mehr ist. Also A ist irgendwie zu A, aber irgendwie auch nicht. Da stößt den sogenannten Hausverstand auf. Wo es den sogenannten Hausverstand oder die formale Logik, wie wir sie fachgerecht nennen können, noch aufstellt, sozusagen, sprich, wo sie an ihre Grenzen gelangt, ist,
Und das ist recht interessant, besonders eindrucksvoll bei biologischen Prozessen, bei Menschen, bei mir. Ich war der Martin, 1991, 2000, 2008, 2017. 1991 war ein dickes Kind, wahrscheinlich 3,5 Kilo, so und so viel Zentimeter, ein bisschen überträchtig sozusagen. 1997 bin ich in die Schule gegangen, hab's keine Ahnung, wie groß ich war, bin da zu Fuß reingegangen, war vielleicht ein bisschen weniger dick im Vergleich zu wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich war irgendwie ich selber, aber ich war nicht mehr dieses 3,5 Kilo drum, das irgendwie gerade bewusstes Leben geworden ist oder das bewusst, das quasi auf diese Welt gekommen worden, gebracht worden ist. Das heißt, ich habe diesen Satz der Identität, A ist A, durchbrochen. A ist nicht A, aber ich habe ihn gleichzeitig aufrechterhalten, weil es ja dieselbe Person ist. Oder nur viel, auf einer nur viel besseren wissenschaftlichen Ebene formuliert: In jedem Moment sterben Millionen und Milliarden Zellen von mir. Ist so. Kann ich mir nicht aussuchen. Und Zellen, die irgendwie nicht gescheit ersetzt werden, werden halt Falten. Und so weiter und so fort. Und das im Laufe einer gewissen Anzahl von Jahren erneuert sich auf einer Zellbasis mein Körper komplett. Dass nichts mehr von dem über ist, was am Anfang von diesem Kreislauf gestanden ist. Das heißt, ich bin eigentlich nicht mehr ich. Das habe ich zwar nicht gemerkt, aber das heißt, alles, was wir vorfinden, das waren jetzt nur zwei Beispiele, haben in sich Widersprüche. Dieser Widerspruch ist A ist A, aber gleichzeitig A ist B. Ich bin lebendig, also A ist A, gleichzeitig stirbe. A ist B, weil das Gegenteil von lebendig ist halt Sterben, Tod. Und es liegt daran, dass diese formale Logik super funktioniert, wo Sachen sich gar nicht oder nur sehr langsam verändern. A ist A, funktioniert viel besser, wenn das BW oder I in der ersten Stunde des Lebens und in der zweiten Stunde des Lebens verglichen. Da hat sich noch nicht viel da. Oder wenn ich mir einen Stern anschaue und mir den 2 Jahre später anschaue. Oder ein paar Monate. Vielleicht hat sie noch 2 Jahre schon zu viel da. Aber sobald wir von Prozessen in Bewegung sprechen, treten Widersprüche auf. Dieser Widerspruch, und der grundlegendste Widerspruch liegt in der einfachsten Sache fast der Welt, nämlich indem ich etwas von A nach B bewege. Weil ich gleichzeitig eigentlich an zwei Orten bin. Weil ich tue nicht so und bin auf einmal weg. Sondern ich bewege mich. Bin gleichzeitig an zwei Orten. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Und diese Widersprüche anzunehmen und sie zu verstehen und zu erforschen, das ist dialektische Logik. Weil im Gegensatz zur formalen Logik die dialektische Logik Dinge nicht in ihrer, in ihrem quasi in ihrer Statik, in dem, dass sie in ihrem Stillstand betrachten, sondern die dialektische Logik betrachtet Dinge in ihrer Bewegung, nämlich zum Beispiel im Prozess des Alterns, im Prozess des Werdens. Und diese dialektische Logik folgt in Anführungszeichen anderen Gesetzen wie die formale Logik, aber ist auch aus ihr entstanden. Jetzt mache ich noch kurz einen Break. Wo wir diese erste Dialektik irgendwie geschichtlich sehen, ist, wie bei der formalen Logik, bei den alten Griechen. Die alten Griechen, dadurch, dass sie eine Sklavenhaltergesellschaft waren und relativ fortschrittlich in der Antike, da hat es einfach Leute gegeben, die Zeit gehabt haben zum Hirnwichsen und deswegen sind da die meisten philosophischen Sachen entstanden. Das kann man materialistisch in der Produktionsweise erklären, nämlich dadurch, dass Menschen überhaupt erst einmal Zeit hatten. Konnten Sie, das ist für später relevant, warum ich das jetzt so kurz sehr rustikal, vulgär herunterbreche, ist ja relevant, wie das so entstehen konnte. Jedenfalls im antiken Griechenland gab es nicht nur den Aristoteles mit seinem A ist A und so weiter und so fort, sondern, verdammt,
Ich weiß jetzt nicht, wie der Kassen hat. Es ist mir leider entfallen. Danke, danke an den anderen Martin, der neben mir sitzt. Heraklit war ein sogenannter Vorsokratiker und ein Naturphilosoph. Und der hat den recht treffenden Satz gesagt: Du kannst nicht durch denselben Fluss zweimal gehen, weil Wasser fließt. Wie hat er das irgendwie gesagt? Er hat es dann verallgemeinert und hat gesagt: Panther-Reh heißt nicht der Panther und das Reh, sondern es heißt, alles fließt. Und was meint er damit? Dass alles sich permanent verändert und in Bewegung ist. Und weil er eben das bei diesem Fluss so beeindruckend gefunden hat, hat er letztlich alles auf dem, hat er quasi alle Materie aus dem Wasser erklärt. Jedenfalls, da sind die Ursprünge der Dialektik. Und die Dialektik ist aber irgendwie verschollen, mehr oder weniger. Sie kommt bei anderen Denkern wieder auf. Ein berühmter Denker wäre Spinoza, der irgendwie die Dialektik vorangebracht hat. Aber dazu fehlt leider die Zeit, dass ich das jetzt in der ganzen Bandbreite irgendwie erkläre. Und damit ist vieles über die Dialektik gesagt. Ich hab vorhin kurz erwähnt, eben Dinge in Bewegung betrachten, alles fließt etc. Alles ist vergänglich, alles ist in Bewegung. Und ich habe einen etwas, was ich am Anfang gesagt habe, noch nicht erklärt, aber wenn ich am Ende der Dialektik bin, wird es irgendwie klar werden, warum ich gesagt habe, dass es für Marxistinnen, für Revolutionäre wichtig ist, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Nur kurz, das habe ich nicht vergessen. Es ist nämlich so, dass die Dialektik andere grundlegende Ideen hat. Eine dieser grundlegenden Ideen habe ich auch versucht, am Beispiel meiner selbst und anderer Dinge näher zu bringen, nämlich dass es eine Einheit von Gegensätzen in allen Dingen gibt. Und aus dieser Einheit der Gegensätze resultiert Entwicklung und Bewegung. Aus dem Verfallsprozess meines Körpers und dem Überlebensprozess meines Körpers folgt, dass ich eine Weile lebe, altere und mich verändere. Wenn es dieses Zersetzen nicht gäbe und dieses Entwickeln, dann würde ich nicht älter werden und würde mich nicht verändern. Ich würde nicht erwachsen werden, ich würde nicht dies und das werden. Ich würde nicht altersweitsichtig werden. Wenn es dieses lebende Element nicht gibt, dann würde ich sofort weg sein und sterben. Aber also der Mensch und alle Dinge in sich haben einen Widerspruch. In der Natur und auch in der Gesellschaft. Wenn es in der Gesellschaft ist, kann man dann, dazu werden wir später kommen. Eine weitere Sache ist, dass diese Widersprüche und Veränderungen, die treten ja nicht sofort auf. Sondern es gibt unterschiedliche Arten von Veränderungen und manche ändern eine Qualität. Also gewisse quantitative Veränderungen werden zu qualitativen Veränderungen. Das heißt, aber um nur kurz auf einen Widerspruch zu kommen, die Mathematik ist schon sehr widersprüchlich. Weil, ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit Differential- und Integralrechnung seid. Wenn man irgendwie so an Graphen, habe ich das immer genannt in der Schule, genannt habe, das ist ja Kurven. Wenn ich die differenziere, verändert sich die Kurve und wird zum Beispiel eine Linie. Oder wenn ich lang nur differenziere, wird es ein Punkt. Das heißt, ich verändere eigentlich durch eine gewisse. Durch eine gewisse mathematische Tätigkeit verändere ich die Qualität und löse Widersprüche aus. Ich zitiere dazu den Friedrich Engels aus dem Anti-Turing: Das absolut beste Buch teilweise des Marxismus, das geschrieben wurde, meiner Meinung nach. Kleiner Einwand, man kann es beim Funke kaufen. Wir erwähnten schon, also das ist Engels, dass die höhere Mathematik den Widerspruch, dass gerade und krumm unter Umständen dasselbe sein sollen, zu einer ihrer Hauptgrundlagen hat.
Sie bringt den anderen Widerspruch fertig, dass Linien, die sich vor unseren Augen schneiden, dennoch schon 5 bis 6 Zentimeter von ihrem Schneidepunkt als parallel als solche gelten sollen, die sich selbst bei unendlicher Verlängerung nicht schneiden können. Und dennoch bringt sie mit diesen und mit noch weiteren Widersprüchen nicht nur richtige, sondern auch für die niedere Mathematik ganz unerreichbare Resultate zustande. Ich mache weiter. Aber auch schon in diesen letzten wimmelt es von Widersprüchen. Es ist zum Beispiel ein Widerspruch, dass eine Wurzel von a eine Potenz von a sein soll und doch ist a hoch 1/2 die Wurzel von a. Es ist ein Widerspruch, dass eine negative Größe das Quadrat von etwas sein soll, denn jede negative Größe mit sich selbst multipliziert, gibt ein positives Quadrat. Und so weiter und so fort. Nur um das irgendwie darzulegen, wie grundlegend Widersprüchlichkeiten in unser aller Leben sind. Auch in den unangenehmsten Bereichen wie in der Mathematik. Und um jetzt zu dieser quantitativen und qualitativen Veränderung zu kommen und was das heißt, gibt es noch andere interessante Beispiele, nämlich die Chemie. Kennt, wird es einige geben unter uns, die jetzt die Ohren spitzen. Wieder Zitat aus Anti-Düring. Wenn wir zum Beispiel, wie in der Chemie geschieht, ein Atom Kohlenstoff durch C, ein Atom Wasserstoff durch H, ein Atom Sauerstoff durch O, die Zahl der in jeder Verbindung enthaltenen Kohlenstoffatome durch N ausdrücken, so können wir die Molekularformeln für einige dieser Reihen also darstellen. CnH2n+2 ist die Reihe der normalen Paraffine sozusagen. CnH2n+2O, Reihe der primären Alkohole. CnH2NO2, Reihe der einbasischen fetten Säuren. Nehmen wir als Beispiel die letzte dieser Reihen und setzen wir nacheinander N1, N2, N3 und so weiter, erhalten wir zum Beispiel bei CH2O2 Ameisensäure. Siedepunkt bei 100 Grad, Schmelzpunkt bei 1 Grad. C2H4O2 Essigsäure, Siedepunkt bei 118 Grad, Schmelzpunkt bei 17 Grad und so weiter. Bis zur Melissinsäure, die erst bei 80 Grad schmilzt und die gar keinen Siedepunkt hat, weil sie sich überhaupt nicht ohne Zersetzung verflüchtigt. Das heißt, dieses Cn, also das sich quantitativ nur verändert, löst qualitativ verschiedene Körper aus, durch einen quantitativen Zusatz eines Elements in immer demselben Verhältnis. Und das tritt da halt schön hervor. Das heißt, wir haben eine quantitative Veränderung und die wird qualitativ. Oder anders formuliert, wenn ich alt genug werde, um die Pubertät zu haben, verändere ich mich auch qualitativ. Ich werde erwachsen, / geschlechtsreif, was auch immer das heißen mag. Oder bei Tieren im Ei, gibt so lange quantitative Veränderungen im Ei, bis dieses Ei schlüpft und ein Vogel rauskommt. Natürlich kann dieser Widerspruch auch negativ aufgelöst werden, das Ei wird in die Pfanne gehauen und zur Eierspeise verarbeitet. Aber das meint irgendwie die Dialektik mit quantitativen Veränderungen, die zu qualitativen Veränderungen werden in der Naturwissenschaft. Und weil ich jetzt gerade bei Essen bin, eines meiner Lieblingsthemen. Wenn wir uns dieses Soletti anschauen, dann besteht es im Grunde genommen aus Weizen. Weizen kommt vom Weizenkorn und sollte dieses Weizenkorn nicht in köstliche Soletti verarbeitet werden, dann, und es fällt auf fruchtbaren Boden und Wasser kommt drauf, dann passiert was mit diesem Weizenkorn. Es wird etwas anderes. Das Weizenkorn wird zerstört. Es wird sozusagen negiert. Und aus diesem Weizenkorn kommt ein Spross einer Pflanze. Und aus diesem Spross einer Pflanze
wird eine große Pflanze, ein Weizenhalm. Dieser Weizenhalm blüht, dieser Weizenhalm reift, dieser Weizenhalm macht mehr Weizenkörner. Und diese Weizenkörner, wenn sie vollends ausgereift sind, was passiert? Der Weizenhalm verdürrt, stirbt ab, die Weizenkörner fallen wieder zu Boden. Das heißt, wir haben in dem Weizenkorn, dessen Weizenkorn wird negiert, wir haben eine Negation. Das Weizenkorn wird in der Weizenpflanze negiert und wiederum wird die Weizenpflanze in mehr Weizenkörnern negiert. Das heißt, wir haben die sogenannte Negation der Negation. Das ist ein anderes wichtiges Gesetz der Dialektik. Das heißt, wir haben zwar dasselbe wie am Anfang, nämlich ein Weizenkorn, aber auf einer anderen höheren Ebene, nämlich mehr Weizenkörner. Weil aus dem einen Weizenkorn, wo die Pflanze rauskommen ist, sind mehr Weizenkörner geworden. Dieser Prozess der Negation der Negation verbindet also Dinge, die wir vorher gehört haben, in letzter Instanz. Nämlich Einheit der Widersprüche, Widerspruch Weizenkorn und lebendige Pflanze. Der Widerspruch bricht auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Weizenpflanze kommt heraus. Die Weizenpflanze, weil diese Widersprüche aufbrechen, ändert nach quantitativen Änderungen ihre Qualität. Diese quantitativen Änderungen gibt es ja nur, weil es irgendwo Widersprüche und Bewegung gibt in der Welt. Und dann kommt wieder zu quantitativen Veränderungen, nämlich dem Reifungsprozess des Weizenhalms, ändert sie die Qualität und ich habe in letzter Instanz auf einmal eine andere Quantität derselben Qualität, nämlich von Weizenkörnern. Das heißt, ich habe in diesem sehr trivialen und vielleicht sehr rudimentären Beispiel die gesamte Dialektik zusammengefasst. So wie in jedem Lebensprozess oder umgekehrt, besser formuliert, aus jedem Prozess Dialektik herauslesen, erkennen kann. Ich habe Einheit der Widersprüche, Quantität qualitativ, Quantität Qualität, Negation der Negation und so weiter und so fort. Jetzt habe ich mich sehr lange bei der Natur aufgehalten, mit meinem ganzen dialektischen Blabla. Habe noch immer nicht beantwortet, warum man Philosophie braucht. Und jetzt sage ich es noch einmal nicht, sondern erkläre mal, damit man Dialektik versteht, wie sie entstanden ist, um es nur besser zu greifen und zu erfassen, erkläre, wie es entstanden ist. Da gibt es ein recht interessantes Werk, das ich empfehlen kann. Das heißt, es ist nicht vom Engels oder von Marx selber, es ist vom Hans Steußloff, Einführung in die Englischschrift Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, der klassischen deutschen Philosophie. Sehr empfehlenswert für alle, die recht kurzfristig trotz Lohnarbeit 40 Stunden ein Referat über Philosophie vorbereiten müssen und nicht diese Schrift noch einmal lesen können, weil sie nicht die Zeit haben. Achtung, es ist zwar an sich lesenswert, aber man muss mit Vorsicht lesen und darf nicht alles sagen, alles für voll nehmen, was der Typ schreibt, weil der schreibt auch, dass der Sozialismus in der DDR verwirklicht gewesen ist. Da hat auch die Dialektik zugeschlagen, nämlich im Sinne des Verfalls- und Zersetzungsprozesses der DDR. Genau. Und jedenfalls ist es trotzdem eine gute Zusammenfassung und Einführung, trotz etwaiger stalinistischer Schwächen. Nämlich dieses Werk vom Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, beschreibt, und wenn ihr mehr Zeit habt, lest es unbedingt, auch wenn es eine sehr schwere Kost ist. Lest es und Engels beschreibt darin einerseits, wie es überhaupt zu diesem ganzen dialektischen Materialismus, ich bin ja nun gar nicht beim Materialismus, ich bin ja erst bei der Dialektik eigentlich, wie es zu dem gekommen ist. Und er beschreibt, der Engels,
dass diese ganze Philosophie und das, was wir erleben, deshalb in Deutschland entstanden ist, oder in Deutschland entstanden ist in einer Zeit, wo es in Deutschland sehr viele gesellschaftliche Umbrüche gegeben hat. In Frankreich gab es eine Revolution, die große französische Revolution hat ihre geistigen und intellektuellen Auswirkungen auf Deutschland gehabt, teilweise natürlich auch militärisch durch die Napoleonischen Kriege. Gleichzeitig gab es immer wieder geistige und intellektuelle Impulse auf Basis dieser bürgerlichen Revolutionen, während Deutschland noch ein sehr feudal dominierter, in einzelne Kleinstreiche zersplitterter Staat oder nie, eben nicht Staat war. 1830 gab es eine Julirevolution in Frankreich, von der gingen Impulse aus, oppositionelle Höhepunkte gegen die feudalen und monarchischen Überreste gab es mit dem sogenannten Hambacher Fest 1832 und das sind im grob umrissen mit der Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland die gesellschaftlichen Bedingungen der klassischen deutschen Philosophie. Das heißt, und ihr merkt es auch, wir erklären uns irgendwie Ideen nicht aus einem genialen Denker heraus, sondern aus gesellschaftlichen Bedingungen und Prozessen. Und da gab es eben diesen Hegel und der hat diese dialektische Methode, die im Keim bei diesem Heraklit schon irgendwie vorhanden war, die führt er so aus, wie es ihr euch erklärt habt, auf Basis von Friedrich Engels. Und dieser Hegel ist jetzt ein interessanter Typ gewesen, weil der hat irgendwie zwei Seiten gehabt. Der hat mit seiner Dialektik, ich habe es euch kurz erklärt, argumentiert, wieso alles immer in Bewegung ist, nichts absolut ist, alles relativ ist, alles ein Ende, alles ein Ende hat. Und gleichzeitig sagt er, am Anfang war Gott und alles ist abgeleitet von einer absoluten Idee. Also sehr lustig. Einerseits dieses ultrapreußische, Gott, fertig aus, stillgestanden, Hände falten, Goschen halten. Und im anderen hat er in vollständiger Absolutheit argumentiert, wieso alles ein Ende hat. Das heißt, man findet das, was ich artikuliert habe, diese Entwicklungsgesetze, nicht in dieser Schärfe bei Hegel, weil er eben unbedingt mit einer absoluten Wahrheit abschließen wollte. Und beim Hegel ist es die absolute Idee und die ist im eigentlichen Sinne nur Synonym für Gott. Weil wenn sich alles von einer absoluten Idee letztlich ableitet und alles, was wir in der realen, wirklichen Welt sehen, nur ein Schattenbild dieser absoluten Idee ist, dann muss diese absolute Idee Gott oder was Göttliches im landläufigen Sinne sein. Und das heißt, selbst diese hegelische Philosophie, diese Dialektik, ist mit einem fundamentalen Widerspruch auf die Welt gekommen, nämlich mit dem revolutionären Wesen seiner Denkmethode. Und dem konservativen Charakter dieses Systems, dass die absolute Idee davor herrscht. Und es hat, bevor sie Linke gespaltet haben, haben sie schon die Philosophieanhänger gespalten, nämlich in Junghegelianer und Althegelianer. Und diese Junghegelianer waren meistens antikirchlich, atheistisch, bürgerlich-revolutionäre Forderungen, weil alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und diese konservativen Althegelianer, die sind vor allem auf diesem absolute Idee hängen geblieben, weil auch der Hegel gesagt hat, der preußische Staat ist die Verwirklichung dieser absoluten Idee. Hat der Hegel irgendwie gesagt, die Junghegelianer haben gesagt, ja, passt und alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und die Althegelianer haben gesagt, es muss bewahrt werden, weil es ist ein Ausdruck der absoluten Idee. Und diese ab 1840 sind diese Junghegelianer immer mehr in die politische Opposition gedrängt worden und sind dadurch naturgemäß in einen Kampf gegen Autorität gekommen. Und weil es halt auch nicht so lustig war, im preußischen Staat der damaligen Zeit sich gegen den Staat zu richten, hat man sich gegen das Nächstbeste gerichtet, was alles auch scheiße war, nämlich gegen die Staatsreligion. Und aus dem heraus ist dann zu einer Entwicklung gekommen und man hat sich an die englischen und französischen Materialisten angelehnt. Genau.
Und wer diesen Hegel und diesen Idealismus und dieses Gotttum und so kritisiert hat, das war der Ludwig Feuerbach, darum heißt das Buch auch Der Ausgang der klassischen Philosophie und Feuerbach und so. Dieser Feuerbach sagt, der zielt auf diesen Widerspruch der hegelischen Philosophie und sagt, Zitat, das wahre Verhältnis von Denken zum Sein ist nur dieses, das Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem Denken. Sein ist aus sich und durch sich. Sein wird nur durch Sein gegeben. Sein hat seinen Grund in sich, weil nur Sein, Sinn, Vernunft, Notwendigkeit, Wahrheit, kurz alles in allem ist. Sein ist Sein, weil Nichtsein, Nichtsein, das heißt nichts Unsinn ist. Das heißt, dieser Feuerbach sagt, alles kommt aus Materie, alles kommt aus dem Sein. Kein Gott, fertig. Und das war recht weit, hat eine recht damals weittragende Bedeutung für die gesamte Entwicklung der Philosophie gehabt. Und dieser Widerspruch Idealismus, also das, was der Hegel sich mit seiner absoluten Idee zusammengedacht hat, und Materialismus, ich werde überziehen, ich sage es euch jetzt schon, zeitlich, das, was sie da, was Feuerbach sagt, ist dieser Widerspruch zwischen Idealismus und Materialismus. Nämlich die Grundfrage und dieser Gegensatz resultiert in der unterschiedlichen Beantwortung einer Grundfrage der Menschheit, nämlich die große Grundfrage aller, speziell neueren Philosophie, ist die nach dem Verhältnis von Denken und Sein. Was ist das Ursprüngliche und letztlich Bestimmende, der Geist oder die Natur, das Bewusstsein oder die Materie? Die kann man eben so oder so beantworten, diese Frage. Und wenn man die Entwicklungen der Naturwissenschaften sich betrachtet, dann ist es recht einfach, diese Frage zu beantworten. Es gibt Materie und aus der entsteht alles. Es gibt keinen Platz mehr für Gott. Die gesellschaftliche Entwicklung der Menschheit hat ihn daraus verdrängt. Genau. Und das, was wir als Bewusstsein wahrnehmen, ist in letzter Instanz nur besonders kompliziert organisierte Materie in Form unseres Gehirns. So weit, so schlecht. Und dieses menschliche Bewusstsein entwickelt sich auch in einer Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Sein und dem materiellen Sein. Wenn uns im alten Ägypten der Blitz einschlägt, vielleicht noch auf uns, dann werden sich die Umstehenden denken, dass Horus, der Himmelsgott, diesen Menschen gestraft hat. Recht banale Erklärung für einen Blitz, aber dadurch, dass wir uns weiterentwickeln, unser Bewusstsein weiterentwickeln, eben in Auseinandersetzung mit der Natur, sprich mit dem Sein, kommen wir drauf, aufgrund dieser und jener Luftdruckschwankungen entsteht ein Gewitter, entsteht ein Blitz. Ich kann es euch nicht erklären, wie gesagt, ich bin ein physikalisches Nockerbazel. Schlagt der Blitz ein. Und wenn du das Pech hast, oder wenn du zufällig an dem und dem Ort stehst, wo der Blitz einschlägt, dann wird das passieren. Damit ist irgendwie Gott schon aus der Gleichung herausgestrichen. Wie ist das passiert? Dadurch, dass wir uns so weit weiterentwickelt haben, dass wir überhaupt die Instrumente so weit haben, dass wir sinnlich wahrnehmen können, erforschen können, wie ein Blitz entsteht. Genau. Und was ist jetzt? Genau. Und was ist jetzt irgendwie dieses, ich habe jetzt die ganze Zeit von Hegel, Feuerbach, ich meine, ich habe zwar Engels zitiert, aber was war eigentlich die Leistung von Marx und Engels? Also wo war eine Leistung? Sie haben diesen Feuerbach kritisiert. Weil dieser Feuerbach hat zwei Fehler sozusagen gehabt. Einerseits, der hat nicht dialektisch denken können oder nicht wollen. Können hätte er wahrscheinlich schon. Und zweitens, und das werde ich zuerst Stellung nehmen, und das beides hängt eigentlich zusammen, der hat zwar die Religion, das Christentum kritisiert, wollte sie aber durch die direkte Anbetung der Liebe
insbesondere der Geschlechtsliebe ersetzen. Das mag sich jetzt für einige attraktiv anhören. Wäre eine andere Vorstellung von Religion. Was hat jetzt irgendwie der Engels dazu gesagt? Die Möglichkeit rein menschlicher Empfindung im Verkehr mit anderen Menschen wird uns heutzutage schon genug verkümmert durch die auf Klassengegensatz und Klassenherrschaft gegründete Gesellschaft, in der wir uns bewegen müssen. Wir haben keinen Grund, sie uns selbst noch mehr zu verkümmern, indem wir diese Empfindungen in eine Religion verhimmeln. Und was jetzt da die Kritik und das Problem an dieser Feuerbachschen Vorstellung ist, dass dadurch, dass der meint, man muss die Religion vervollkommnen und in der absoluten menschlichen Liebe anbeten, damit macht er eigentlich einen idealistischen Grundfehler. Weil er sieht nicht, dass Liebe nicht irgendwie was Absolutes ist und Unveränderliches, sondern etwas, das materiell, gerade bei der, wie formuliert er es, insbesondere bei der Geschlechtsliebe, halt sehr in der materiellen Natur verankert ist. Und dass auch diese Geschlechtsliebe auch einem Verfallsprozess ausgesetzt ist, der natürlich durch die Fortschritte der menschlichen Medizin bis zu einem gewissen Grad aufgehoben werden kann, aber letztlich ebenso einer Dialektik unterliegt wie viele andere Dinge. Und gleichzeitig auf einer etwas weniger rudimentären Ebene verändert sich Liebe und Geschlechtsliebe einerseits gesellschaftlich-historisch. Im antiken Sparta war es üblich, dass jeder junge Mann im Alter von 13 bis 17 einem alten Mann, der zwar gleichzeitig verheiratet war, aber wurscht, zugeordnet war und dass das quasi, der altgriechische Ausdruck bringt, ist quasi der Sugar Daddy war, mit dem quasi Pädophilie und Homosexualität quasi sexuell gesellschaftlich institutionalisiert war. Und wenn man sich irgendwie die Geschichte der Homophobie spätestens ab dem Mittelalter oder anderen Gesellschaftsformen anschaut, dann kommt man drauf, dass das Verhältnis zu Liebe und Geschlechtsliebe sich einhaltlich veränderndes ist und keines, das absolut vorliegt. Und das Zweite ist, dass wenn man davon ausgeht, dass Liebe absolut ist, dann hat man auch ein abstraktes Bild vom Menschen, wie er so ist. Man muss halt sagen, diese abstrakte Natur des Menschen gibt es halt nicht. Weil dieser Mensch, je nachdem in welcher Gesellschaft, in welchen Zuständen er lebt, völlig anders ist. Ich arbeite in einem Krankenhaus, jetzt kratze so ein bisschen. Ich werde natürlich nicht die Schweigepflicht brechen, aber um es auf einen Punkt, also was ich jetzt erzähle, muss ich jetzt sehr abstrakt sagen. Wenn man zum Beispiel einem Menschen 60 Milligramm eines Medikamentes gibt, das psychotrop ist, sprich das Bewusstsein verändert, dann habe ich die Natur dieses Menschen sehr stark verändert. Das heißt, allein durch die Zugabe eines pharmakologischen Dings wird der eventuell aus einem lieben, netten Mit-50er zu einem durchgeknallten Psycho, der mich umbringen will, weil er mich für Satan hält. Das ist jetzt zwar ein sehr extremes Beispiel, das ich so nicht erlebt habe, aber es ist theoretisch halt möglich. Das heißt, diese Natur des Menschen gibt es nicht, die ist von Umständen abhängig. Und das auf einer gesellschaftlichen Ebene ist diese Natur und diese Moral des Menschen noch viel einem Verfallsprozess auseinandergesetzt, und das hat dieser Feuerbach halt nicht gesehen, weil es für ihn nur diesen Menschen gibt. Und der ist halt so. Fertig. Während Marx und Engels gesagt haben, das stimmt nicht, der Mensch wandelt sich, die Gesellschaft wandelt sich. Die wandelt sich auf Basis von materiellen, sprich Veränderungen in der Basis der Gesellschaft. Und jetzt kommen wir zum dialektischen Materialismus. Während der Feuerbach, wie erklärt sich der, wie sie Gesellschaften verändern? Der Feuerbach erklärt sich das so, dass sie die Religion ändern und dementsprechend ändert sich die Gesellschaft. Die Ägypter haben Horus angebetet, die Römer Jupiter, Aphrodite, Venus, Aphrodite ist griechisch.
die Germanen, dann irgendwann Jesus Christus als Mensch, dann irgendwie in einer weiterentwickelten Form, nachdem ein paar Konzile und innerhalb christlicher Verfolgungen abgelaufen sind, Christus als Dreifaltigkeit, und damit ändert sich die menschliche Gesellschaft. Das stimmt halt so nicht, weil wir halt dieselben Gesellschaftsstufen und Prozesse sehen, egal ob man jetzt Horus, Zarathustra oder Buddha anbetet. Und gleichzeitig wird dieselbe Religion bei unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Menschheit sehen. Da ist der Buddhismus eher ein gutes Beispiel. Und Marx und Engels führen dabei auch das Kritik ein. Führen da auch sehr wichtige Kritik ein. Nämlich, dass in letzter Instanz, da würde ich jetzt gerne das Zitat finden. Also anders, was Engels und Marx kritisieren ist: Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble, sprich die Zusammensetzung, Klammer zu, der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Klammer war jetzt von mir zum Erklären. Und was wichtig ist, wieder Zitat vom Engels, vom Feuerbachschen abstrakten Menschen kommt man aber nur zu den wirklichen lebendigen Menschen, wenn man sie in der Geschichte handelt, betrachtet. Der Kultus des abstrakten Menschen, der den Kern der Feuerbachschen neuen Religion bildete, muss ersetzt werden durch die Wissenschaft von den wirklichen Menschen und in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung. Das heißt, im Gegensatz zu aller vorherigen Philosophie, die ich jetzt kurz aufgezeichnet habe, bei Hegel und bei Feuerbach, was bei Feuerbach auch noch das Problem ist: er ist mechanisch, er betrachtet eben keine Dinge in Bewegung, nur um das, falls ich das nicht klar genug herausgearbeitet habe. Das wirkliche Kriterium ist es, in der Praxis des Handelns Lücken zu füllen und Hypothesen zu erproben und nicht ein absolut geschlossenes Weltbild vorzufertigen. Das kann der dialektische Materialismus nicht bieten. Das wäre ironischerweise sogar undialektisch, wenn ich als Anhänger einer Lehre in Anführungszeichen, die sagt, alles ist relativ und in Veränderung, dann behaupte, aber das nicht. So, diese Gedankensätze. Also das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich kurz den Bogen gezogen, einerseits, was ist formale Logik, was ist dialektische Logik, wie sind wir überhaupt zu dieser dialektischen Logik gekommen? Das könnte man nur auf 2 Stunden aufblasen, das Ganze. Aber ich habe eine wichtige Frage noch nicht beantwortet. Was hat das alles für uns in unserer politischen und revolutionären Praxis zu tun? Und den Kern habe ich darin schon gelegt. Was Marx und Engels erforscht haben, ist, dass das Bewusstsein vom Sein abhängig ist und dass es um den gesellschaftlich handelnden Menschen geht. Das heißt, je nachdem, wie sich die Gesellschaft organisiert, organisieren sich andere Dinge. Organisieren sich der Staat, Religion, Liebe, Kultur und so weiter und so fort. Da gibt es auch einen sehr coolen Satz. Nämlich, wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte. Die bisher unter ideologischen Überwucherungen verdeckte einfache Tatsache, dass die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion und so weiter treiben können, dass also die Produktion der unmittelbaren materiellen Lebensmittel und damit die jedesmalige ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes oder eines Zeitabschnittes die Grundlage bildet, aus der sich Staatseinrichtungen, die Rechtsanschauungen, die Kunst und selbst die religiösen Vorstellungen der betreffenden Menschen entwickelt haben und aus der sie daher auch erklärt werden müssen, nicht wie bisher geschehen, umgekehrt. Also, wenn man früher die Enzyklopädie Britannica aufgeschlagen hat und was über die Völkerwanderung wissen wollte, hat man Attila der Hunne suchen müssen, weil man gedacht hat, Attila der Hunne hat einmal die Idee gehabt, der Völkerwanderung zu machen, und das ist dann passiert. Wir wissen es heutzutage besser. Es hat eine Hungersnot oder andere ökonomische, materielle Umstände gegeben, die die Leute dazu gebracht haben, dass es eine Völkerwanderung gibt.
also ganz rudimentär runtergebrochen, was uns Marxistinnen und Marxisten als Menschen, die sich mit materialistischer und dialektischer Philosophie auseinandersetzen, von bürgerlicher Wissenschaft unterscheidet. Weil die sagen heute nur, Hitler, der Böse, hat die Massen verführt und weil sie halt gerade arm waren, sind sie dem zum Opfer gefallen. Puh. So, während wir erklären, aus diesen jenen ökonomischen, materiellen Zusammenhängen ist der Faschismus entstanden. Das heißt, Marxistinnen und Marxisten erklären Gesellschaft völlig anders, haben dazu einen ganz anderen Zugang zur Politik. Uns ist wurscht, was dieser oder jener Ökonom sagt, was Christian Fell beim Ausdruckstanz sich zusammentanzt, was Sebastians kurz abstehende Ohren oder das, was dazwischen ist, herumschwafelt, er möchte eine Bewegung gründen. Na, wir schauen uns zum Beispiel in Österreich an, was sind die materiellen Bedingungen, dass es zu diesen und jenen Entwicklungen im österreichischen Parteiensystem kommt, welche Interessen werden vertreten, was sind unsere Interessen, als der meisten Menschen, die wir hier sitzen, keine Fabriken besitzen oder sonstiges Vergleichbares und daraus unsere Politik ableiten und nicht aus irgendeiner Idee wie dem Keynesianismus oder der christlichen Moral- und Soziallehre oder dem, dass uns die Ausländer alles wegnehmen. Das ist alles Ideologie. Es geht darum, wie wir produzieren, wie wir unser tägliches Leben einrichten und was das für Auswirkungen auf uns alle tagtäglich hat. So, kurzer, bisschen down, coolen sozusagen, aber wenn das ein schlechter Anglizismus ist. Und das heißt, für uns Marxistinnen und Marxisten, und das ist vielleicht das Zentralste überhaupt, wenn man sagt, man will diesen Kapitalismus nicht, man will eine andere Gesellschaft, dann ist man oft einem sehr lustigen Vorurteil entgegengestellt, das hat es ja schon immer gegeben, das wird sich nie verändern. Und da setzt eben die Dialektik sehr grundlegend an, wenn man nämlich erkennt, dass alles vergänglich, relativ in Bewegung ist. Dann kann man sich auch nicht damit, dann muss man sich auch nicht damit abfinden und hat gute Argumente dafür, dass es nicht so bleibt, wie es ist und dass man es verändern kann. Und dass dieser Kapitalismus zum Glück nicht das Letzte ist, was uns gegenübersteht. Und der dialektische Materialismus ist in dem Sinne gar kein Dogma an Glaubenssätzen, sondern eine Methode, um zu verstehen, wie sich Gesellschaft entwickelt, wie sie teilweise auch, wie sie Menschen verhalten, wie sie Bewegungen eventuell entwickeln können. Da sind unsere Perspektiven, die wir zum Beispiel als Funke aufstellen, immer nur so viel wert, wie sie in der Praxis taugen. Und ich glaube, sie geben uns relativ oft recht. Das mag man bestreiten können, aber letztlich entscheidet es zum Glück die Praxis. Und was für uns als Marxistinnen daher in der Auseinandersetzung der Philosophie des dialektischen Materialismus ist, sie gibt uns das Werkzeug, wenn man so will, Hammer und Sichel in die Hand, um in dieser Gesellschaft, an dieser Gesellschaft, mit dieser Gesellschaft zu arbeiten und diese Gesellschaft zu verändern, den Kapitalismus zu beenden. Oder anders formuliert, wer kennt diese Fit-In-Werbungen? Du brauchst das richtige Werkzeug, um an dir zu arbeiten. Dann ist immer so ein Hantel oder so, der Typ an der Streckbank oder eine Frau mit Hanteln an der Streckbank. Und bei uns ist es so, du brauchst das richtige Werkzeug, um an der Gesellschaft zu arbeiten, um Revolution zu machen. Und das ist für uns der dialektische Materialismus. Danke.